Hallo Freunde, willkommen bei Team Kong. Ich werde euch heute zeigen, woher ihr die Hylia-Rüstung bekommen könnt. Ich habe die drei Einzelteile bereits angezogen, wie ihr sehen könnt. Ich werde euch die genauen Fundorte aber gleich zeigen. Und zwar geht ihr in den Schutzraum im Spähposten und redet dort mit dieser Dame, die mit dem Kehrbesen sich dort unten befindet. Die wird euch irgendwann berichten, dass sie in einer der Wände eine Öffnung, eine Bresche versehentlich geschaffen hat. Dieses Ereignis wird getriggert, nachdem ihr einen der vier großen Tempel geschafft habt. Zusätzlich findet ihr darin gleich rechte Hand eine Dämonenstatue, an der ihr eure Herzen gegen Ausdauer und umgekehrt tauschen könnt für 20 Rubine. Danach lauft ihr geradeaus. Ihr findet immer wieder Wände aus diesem Stein, diesem porösen Stein, den ihr hier seht. Die könnt ihr zertrümmern. Schaut nur, dass ihr immer genug Waffen dabei habt. Das heißt, klaubt alle Schwerter, die ihr irgendwie finden könnt, auf und verbindet sie mit der Synthese mit Felsbrocken. Nehmt so viel mit, wie ihr könnt. Später gibt es noch härtere Konstruktionen. Da braucht ihr etwas länger dafür. Wie ihr seht, habe ich überall schon eine Öffnung reingeschlagen. Ihr habt den Weg hier gesehen. Irgendwann kommt ihr linke Hand in eine Art Ruine. An dieser Stelle hier links befindet sich normalerweise ein Raubschleim. Und hinter dem, hinten an dieser Wand, wo ihr sehen könnt, da steht auf dem Boden eine Kiste mit dem Beinkleid. Ihr könnt also den Raubschleim entweder zuerst besiegen oder einfach an ihm vorbeilaufen. Danach geht es mit den blauen Wänden weiter. Seid nicht überrascht, wenn die nicht gleich beim ersten Draufhauen zerspringen. Ihr müsst einfach etwas öfter draufschießen. Alternativ könnt ihr auch die Donnerblumen, also die Bomben, quasi mit Pfeilen verbinden, draufschießen. Aber das würde ich nicht tun, weil ihr die Bomben bei anderen Gelegenheiten besser verwenden könnt und braucht. Deswegen haut einfach drauf. Irgendwann geht ihr diese Passage, dieses Gefälle abwärts und gelangt zu einem See. Das ist die zentrale, die größte Höhle des Labyrinths. Im Labyrinth handelt es sich übrigens um einen Geheimgang, einen Verbindungsweg zwischen Spähposten und dem Fluss. Wenn ihr an Land gehen solltet, so wie ich es hier gerade getan habe, werdet ihr hier an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, einen größeren Geröllhaufen vorfinden. Dort liegt ein Stahlhinux drunter. Den müsst ihr nicht freilegen. Ihr könnt es aber tun, wenn ihr einzelne Teile des Monsters haben wollt. Dann gibt es zwei Eingänge. Der erste Eingang vom See aus, den ich jetzt gehe, ist ebenfalls mit Steinen versperrt. Hier könnt ihr aus der Distanz mit Bomben draufschießen. Es geht aber auch, wenn ihr nah genug rangeht, dass ihr draufschlagt. Ihr kommt dann wieder in eine Ruine mit einem Raubschleim. Hier könnt ihr ihn sehen. Dieses Exemplar verschießt Eisblöcke. Ich gehe jetzt mal hin und versuche ihn mal rasch zu besiegen. Hier an der Stelle. Ja, dahinter, wo ich es eben war, dort steht die Kiste mit dem Hylia-Helm. Das heißt, ihr könnt auch an diese Monster theoretisch einfach vorbeigehen, wenn ihr schnell genug seid, den Helm holen. Oder aber ihr wartet, bis ihr den Gegner besiegt habt. Das mache ich jetzt hier noch schnell. Einmal draufschießen. Dieses Happen, der da raushängt. Und dann ist der Raubstein Geschichte. Also jetzt an der Position, wo ich jetzt gerade drauf schaue, da steht, wenn ihr das erste Mal hingeht, die Kiste mit dem Hylia-Helm. Womit dann noch der letzte Teil der Hylia-Rüstung fehlt. Dazu gehen wir zurück in den See, in der großen Grotte. Gehen nun vom Eingang aus betrachtet einfach geradeaus weiter. Da ist ein offener Durchgang, den ihr nicht erst aufsprengen oder aufklopfen müsst. Wenn ihr den durchschwommen habt, geht es durch zwei blaue Wände normal weiter.
Links und rechts könnt ihr noch viele nützliche Dinge, wie in Höhlen üblich, finden. Leuchtsteine und Edelsteine, Feuersteine und so weiter. Das lassen wir jetzt hier mal außer Acht. Und hier ist dann eine weitere Grotte. Da könnt ihr auch noch einen Stockwerk höher gehen. Da kommt ihr auch noch in eine Höhle, wo ihr Sachen finden könnt. Aber hier ist die dritte und letzte Ruine, wo die Rüstung versteckt ist. Da seht ihr im Nachbarraum einen Felsen. Den hebt ihr mit der Ultrahand an und schon tut sich eine versteckte Öffnung auf, ein Loch. Ihr gelangt in einen Tunnel. Es geht nämlich darum, dass ihr hinter dieses Gitter gelangt. Das könnt ihr nämlich nicht hochheben. Ihr durchquert den Gang und findet eine weitere Öffnung. Da klettert ihr nach oben. Da befindet sich dann normalerweise ein Knochenbockbien. Und ansonsten steht hier Mutterseelen allein, ohne Raubschleim dieses Mal, die Kiste mit der Hylia Rüstung, also dem Brustpanzer. Und damit habt ihr alle drei Teile gefunden. Wenn ihr aus dem Geheimgang an einer geeigneten Stelle übrigens mit dem Deckensprung nach oben springt, werdet ihr, ihr probiert es gerade mal aus, werdet ihr übrigens früher oder später zum Schloss gelangen, weil, wie gesagt, dieser Gang ist auch eine Abkürzung dorthin. Schauen wir mal, wo wir da jetzt rauskommen. Ja, und da sind wir auch schon an der äußeren Schlossmauer, wo man zu Beginn des Spiels bereits einmal war. Jetzt haben wir die drei Teile der Hylia-Rüstung gefunden. Jede von ihnen bringt eine Verteidigungskraft von 4. Und dann gehen wir mal noch zu einer der großen Feen und schauen uns mal an, was man benötigt, um die Rüstung zu verbessern. Nehmen wir gerade diese hier, teleportieren uns zum nahegelegenen Schrein. So, von hier aus können wir dann rasch durchstarten. Hinten sieht man sie schon. Ich habe hier mal Tulin aktiviert, den man im Windtempel als Begleiter dabei hat und später dauerhaft bekommt. Da kann man dann etwas schneller oder weiter fliegen. Dann drücken wir einmal auf Verstärken, bitte. Gehen auf einen Teil der Hylia-Rüstung und da sehen wir Schleimgelee und Bockblienherzen. Benötigen wir uns zufällig, wirklich zufällig, habe ich genau 9 Exemplare der Bockblienherzen dabei. Das sollte dann einfach ausreichen, um alle drei Teile von 4 auf 7 Verteidigungspunkte zu erhöhen. Das macht dann schon etwas aus. Im Spähposten könnt ihr ja gleich zu Beginn die normale Hylia-Kleidung erwerben. Die ist dann aber doch ein gutes Stück schwächer.
Dann fehlt zuletzt noch der Helm. Ja, und da sehen wir schon, was dann für die nächste Stufe fehlen würde. Flederbeißer, Augen und Mobbienherzen. Da habe ich jetzt gerade nicht genug im Repertoire. Also wenn ihr die Hylia-Rüstung dann ein zweites Mal, nachdem ihr mindestens zwei der vier großen Feen freigeschaltet habt, verstärken wollt, braucht ihr Flederbeißer-Augen, die übrigens ohnehin sehr, sehr nützlich sind, weil sie diese Zielsuchfunktion haben. Also man sollte immer, wenn man Flederbeißer sieht, sich diese Hinterlassenschaften einverleiben. Und eben die Mobbienherzen. Und wenn ihr drei davon habt, könnt ihr die Teile jeweils weiter verstärken. Ich sage, macht's gut, viel Spaß und bis zum nächsten Video.